Bahn 5 und 6 sehen wir uns im Schnelldurchlauf an. Klaus, Michi Stelzer und der Tod, alle gleich auf vorne. Und Klaus gelingt ja der Approach nicht so ganz, hat dann noch einen relativ weiten Putt vor sich. Das gleiche gilt für the Toad, denn auf dieser Bahn sollte die 3 schon drinne sein. Micky Birkelund, den scheint das überhaupt nicht zu stören, wenn es mit dem Approach nicht so ganz klappt, denn dann kann er der Galerie ein ums andere Mal zeigen, was für ein feines Händchen er hier bei den längeren Putts hat. Klaus aber muss jetzt schon treffen. Ach, das gelingt ihm nicht. Da fällt er zurück. Nur Paar für ihn. Toad aber ganz sicher hier mit dem Birdie. Der Toad ziemlich cool beim Putten. Auch an Bahn 6, als er sein Paar retten muss. Michi Stelzer hat aber als einziger die Chance gehabt, von den dreien hier den Birdie zu spielen. Gelingt ihm leider nicht, sich alleine an die Spitze zu setzen. Und Klaus, er muss jetzt hier schon treffen, um mit dem Paar wenigstens noch den Anschluss zu behalten. Das gelingt ihm glücklicherweise, aber ob er da nochmal ganz nach vorne kommt, ist fraglich. Und Michael Bücklund ist jetzt hier voll in Fahrt mit dem zweiten Birdie in Folge. Kann er sich von dem mittlerweile schwächelnden Jan Bess absetzen. Der hat so ein bisschen die Lust verloren durch ein, zwei ganz schlechte Würfe und ist jetzt hier schon etwas abgeschlagen. Bahn 7, 90 Meter Bahn, muss die Schneise erwischen und dann muss der Driver noch einen kleinen Linksknick machen. Wer das Turnier gewinnen will, der muss hier schon einen Birdie spielen. Eigentlich nicht allzu schwer, hier sieht man den Korb. Und der Mutant aus Sönstetten, er hat hier wieder mal ganz gut die Linie erwischt. Scheibe rutscht noch ganz schön weit, aber 7, 8 Meter zum Birdie hier. Das heißt, der Toad muss nachziehen. Und da ist die Scheibe etwas zu flach. Er macht nicht genügend Meter und da hat er noch einen ganz schön weiten Putt vor sich. Klaus kann also jetzt vielleicht wieder aufschließen. Oh nein, er scheint wieder von der Rolle zu sein, wie oft in Finals, wenn die Heiser TV-Kameras dabei sind. Und jetzt Micky Birkelund mit dem Papi-Putter. Oh, na, aber man sieht schon, dass er gut putten kann. Und der Toad, oh, sensationellen Putt macht er und damit setzt er Michi Stelzer natürlich ganz schön unter Druck. Er ist zwar 5, 6 Meter näher dran, aber er weiß, er muss jetzt treffen. Ah, das gelingt ihm nicht. Die Scheibe einfach zu weit oben, nicht platziert genug in den Ketten und das heißt, the Toad ist in Führung mit einem Wurf an der vorletzten Bahn jetzt. Hier muss man erst einfach mal richtig Arm zeigen und naja, die Bahn ist jetzt nicht mehr die Finalbahn wie im letzten Jahr. Eigentlich kleiner Nachteil für Stelzer, wenn er hier nochmal seine 30 Meter rausholen könnte. Der Korb, den da Tom Williamson schon abbauen will, das ist schon das Ziel. Wie im normalen Turnierverlauf also keine spezielle Finalbahn. Und Klaus bleibt da ein bisschen an den Ästen hängen. Das heißt, hier muss er jetzt schon Birdie spielen, überhaupt noch mitsprechen zu können. Alles riskieren. Von hinten kommt sowieso keiner. Ach, schade, das war wirklich knapp. Das hätte ich ihm gegönnt und da steht er auch ein bisschen ungläubig da. Michi Stelzer, auch er geht jetzt hier aufs Ganze, denn er weiß, ah, Pech für ihn, war wirklich gut gepattet, aber an den oberen Korbrand. The Toad, er kann jetzt hier eigentlich schon den Sieg perfekt machen mit dem Birdie. Aber auch er trifft nicht. Bedauerlicherweise muss man aber sagen, Michi Stelzer trifft seinen Rückpart nicht. Und deswegen vor der letzten Bahn eigentlich schon alles entschieden. Toad Reynolds mit 2 Würfen Vorsprung. Michi und Klaus 2 dahinter und können eigentlich hier den Sieg abschreiben. Denn The Toad muss nur noch auf Sicherheit gehen. An dieser relativ leichten Bahn sollte ihm das Paar doch wirklich gelingen. Er bleibt da zwar jetzt oben an den Ästen hängen, doch 30 Meter Approach haben wir gesehen, sollte für ihn eigentlich kein Problem darstellen. Das heißt, Klaus müsste jetzt hier schon das Ass spielen, um noch was ausrichten zu können.
aber der Wurf war wirklich schlecht, leider viel zu weit links. Man sieht es gleich an der Körperhaltung, da ist er gar nicht mit zufrieden. Und Jan, wir tun ihm einen Gefallen, zeigen ihm seinen Wurf nicht. Michi Stelzer, auch er muss jetzt hier nochmal ganz aggressiv spielen. Aber die Scheibe landet einfach nicht gut und da hat er eigentlich auch keine Birdie-Chance mehr. Also Toad McReynolds hier ganz knapp vor der Ziellinie. Geht er jetzt nochmal aufs Ganze und spielt auf Show für die Galerie? Das ist man ja von ihm gewohnt gewesen, aber nein, jetzt lässt das dann doch sein. Da entscheidet er sich doch für die sichere Variante. Und zeigt, wie souverän er hier im Verlauf des Turniers auch approached hat. An die Stange, kein Problem. Damit holt er sich den Titel aus dem Nichts, ist er aufgetaucht, Toad McReynolds. Keiner kannte ihn, keiner wusste, wie er einzuschätzen ist, aber mit seiner polarisierenden Spielweise, unheimlich selbststimulierend und motivierend, hat er hier für Aufsehen gesorgt. Bei den einen sofort beliebt gewesen, bei den anderen etwas angeeckt, aber er hat die deutschen Topspieler hinter sich gelassen. Gewinnt also vor Michi Stelzer, der vor Klaus Katzenkel und Michael Birkelund und Jan Dess leider mit desolatem Finale nur 5.